Sie sind die Besten Italiens. Sie sind die Spielerinnen der Eishockey-Frauenmannschaft Igls Bozen, die zum dritten Mal hintereinander den Meistertitel geholt hat. Es ist der 10. der Vereinsgeschichte. Nicht genug davon, haben sie sich auch den italienischen Pokal geholt. Großes Lob kam deshalb auch von der politischen Zentrale des Landes. Landeshauptmann Luis Thurnwalder wollte den jungen Spielerinnen ganz persönlich seine Glückwünsche überbringen. Sie sind ein Beispiel für alle Jugendlichen. Sie sind der Stolz der gesamten Südtiroler Bevölkerung. Es ist wirklich eine Ehre, wenn man sieht, dass man junge Leute hat, junge Mädchen hat, die so motiviert sind, die vor allem mehr oder weniger nichts bezahlt bekommen. Sie müssen sogar selber die Fahrtspesen noch zahlen, nicht? Und dass sie jetzt dieses Jahr zum Beispiel Italien-Pokal gewonnen haben in Jena und dann das dritte Mal hintereinander Italien-Meisterschaft gewonnen haben, jetzt insgesamt 10-mal Italien-Meisterinnen geworden sind, das ist schon irgendetwas, was nicht von vornherein so logisch ist. Das braucht viel Einsatz, viel Begeisterung, Optimismus und vor allem auch starke Nerven. Und deswegen freuen wir uns und ich glaube, es war richtig, dass ich Ihnen Dankeschön gesagt habe im Namen der gesamten Bevölkerung. Es sind ja nicht alles Boznerinnen und Bozner. Sie kommen aus dem ganzen Land, von Tobler, Fintel, praktisch aus dem ganzen Land. Und deswegen glaube ich, es ist richtig, dass man Ihnen Dankeschön sagt. So große Ziele zu erreichen, obwohl die finanziellen Mittel beschränkt sind, macht natürlich alle Beteiligten noch stolzer auf ihren Erfolg. Es ist eine Freude, Kapitän zu sein, aber es ist auch eine große Aufgabe. Vor allem, wenn die Mädchen Probleme haben oder Sorgen oder Streitigkeiten in der Mannschaft, dann ist das der Kapitän, der als Erster auf alle schauen muss. Es steckt aber sehr viel Arbeit hinter diesen Erfolgen. Vor allem ist es sehr schwer, das hohe Niveau über Jahre halten zu können. Es fehlen uns aber nicht die Ziele, die wir noch erreichen wollen, sagte Eagles-Trainer Massimo Fedrizzi. Wir wollen die Erfolge aus diesem Jahr wiederholen und uns auch auf der europäischen Bühne einen Namen machen. Die dritte Meisterschaft hintereinander hat auch den goldenen Stern auf den Trikots der Spielerinnen zur Folge. Dies ist nämlich der 10. Erfolg in den insgesamt 22 Meisterschaftsturnieren, welche die Mannschaft bestritten hat.